Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Wir sind vor dem Ende dieser Welt, oh Gott sei Dank. Und ja, wir haben in der letzten Folge von Rico auf die Fräse bekommen. Ich habe Oscreen deswegen ein bisschen trainiert. Ich habe, glaube ich, zweimal Kartenpunkte und einmal LP erhöht. Und ich bin kurz wieder davor, was Neues zu lernen auf Level 32. Und ja, so sieht mein Deck aus. Schön, ne? Ich habe mal zwei Blitz und zwei Feuer reingepackt. Zwei Heilungen auch. Damit, weiß ich nicht, mein Überleben ein bisschen gesichert wird. Und ja. Dann versuchen wir nochmal Rico hier zu besiegen. Kennen wir auch schon alles. Bambi. Ich wusste ja gar nicht, dass du fliegen kannst. Gut, los, komm. Kennen wir auch schon. Da. Jetzt werde ich von ihm besiegt. Kennen wir auch schon. Was? Ich weiß gar nicht, warum der so stark war. Ich konnte mich irgendwie nicht heilen oder so. Ne? Aber jetzt habe ich zwei Vita, die 8 sind. Wird es ein bisschen schwierig für ihn jetzt, mich kaputt zu hauen. Hoffe ich. Komm mal her. Ja. Hab ich immer noch einen. Okay. Vor allem, wenn ich nicht stärkere Karten habe, können die mich einfach kaputt kommen. Kannst du mal aufhören, Höhlen einzusetzen? Aber diese Rolle bringt irgendwie nichts. Wir werden trotzdem andauernd kochen. Ich tue mich jetzt einfach jedes Mal ein. Wurf. Verdammt, hätte ich. Nein, da nicht. Da auch nicht. Was ist das? Und das? Das? Geh weg, Mann! Na, komm her. Dann habe ich so viel 8 und 9. Kannst du mal auf den anderen 0 einsetzen? Dann geht mir das auf die Nerven. Was ist das? Und das? Weil wir kommen die ganze Zeit auf mich los, ne? Ich habe ja nicht mal eine Sekunde, wo ich chillen kann. Was ist das? Oh, endlich mal eine Hilfskarte, danke. Er setzt noch keine Kombos rein, das ist schon mal gut. Aber du mit deinen Nullen, ne? Alter, hörst du mal auf damit? Er setzt die ganze Zeit Nullen ein, das gibt's ja. Nein. Was ist das? Was? Soll daneben. Ah! Aber ich muss mich laden. Ich wünsche, man könnte irgendwie blocken oder so. Aber manchmal kommen die einfach näher ran und ich kann einfach nichts machen. Oh, jetzt irgendwo rein. Was ist das? Schon mal vorbereiten. Für die Pro-Strategie. Was ist das? Kann sich ja nicht aufladen. Ah. Ich weiß, können ein paar Dinge machen, aber boah, schon wieder kriege ich hier. Was ist das? Donald, mach irgendwas, keine Ahnung. Was ist das? Sehr gut, Donald. Was ist das? Was ist das? Sollte ich mal anvisieren. Oh, komm mal her. Lass ich ja eiskalt aufladen. Na komm. Warte mal, jetzt hast du keine Nullen mehr. Du Idiot. Jetzt kannst du dich mit Nullen nicht mehr retten. Warte, komm her. Du kannst ja jetzt keine Nullen mehr einsetzen.
Bam. Restart. Weil diesen Fehler kenne ich. Was für ein Bild. Weil diesen Fehler kenne ich mit dem Schattenleucht, dass alles um 1 erhöht wird. Dadurch werden die Nullen nutzlos. Weil die dann zu Einsen werden. Du Idiot. Und da haben wir Aero, ne? Aero. Grins. So, jetzt kommt ein Spezialmanöver. Lernen, tödliche Auszeit. Halte Zeit an und trifft den Gegner mehrmals. Okay, mal schauen. Ich glaube, soll ich vielleicht mal reinpacken in mein Deck. So, weiter mit der Story. Oh, Riku, please wait. Du kannst ihn auch hinterherlaufen. Das habe ich noch nie verstanden. Warum sagen Leute immer, warte? Warum rennen die Leute nicht hinterher? So, Goofy, nochmal, was habt ihr dazu zu sagen? Jö, was ist passiert, dass Riku sowas sagt? Wir sollten Riku folgen, ja. Wir sind Donald, weiß, was zu tun ist. Es ist... So, jetzt kommt noch ein Boss. Wäre noch schöner. Where are you? Sora, are you okay? Don't worry about me. Riku, what happened? Sure was strange. Almost like Ansem was back, controlling Riku again. But we got rid of Ansem for good. Then I wonder what is wrong with Riku. Hold on! The team! If he's with Riku, he might be a danger. Sora? I know. You're thinking Riku isn't your friend. But that's just not true. You sure? Well, I know he said some awful things to you back there. But you gotta remember, we are in Castle Oblivion. Why, folks lose their memory here a little bit at a time. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends. That's all. Da schmeißt schon mal unsere erste Theorie über Bord. My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, why, we're sure to get you through this. No need to mow. Jiminy's right. You shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. Sora, do you remember our very first promise? Huh? Always smile. That was the promise we made to each other the first time we met. We promised to never forget to keep smiling. You're right. Okay. So viel dazu, seine wahren Freunde vergisst man die. Seine wichtigen Erinnerungen, alles über Bord geworfen. Leute. Schön, dass der fröhliche Sora wieder zurück ist. Lass aber die Pferde nicht mit dir durchgehen, Sora. Okay, nächste Welt. Wir haben die schlimmste schon mal hinter uns. Also, gut. So, Atlantica, Nimmerland, Hollow Bastion. Nimmerland war die vorletzte Welt, also ja, Atlantica. Ja. Will doch so wenig bekommen. Wir hätten auch theoretisch nach Hollow Bastion als erstes gehen können, ne? Das wäre irgendwie extrem, finde ich. Ja, jetzt kommt jedermanns Lieblingsmusik. Ungefähr jetzt. Jetzt. Jetzt! Oder auch nicht. Verdammt. Okay. Hauptsache, ich komme mal irgendwie in eine höhere Welt, wo ich ein bisschen besser trainieren kann. Wie sieht's ja aus wie auf dem Meeresgrund?
Stimmt, wieso können wir atmen? Vielleicht hat uns jemand mit einem Zauber belegt. Ist echt wie Luft zu atmen. Ist aber keine Luft, seht ihr? Jemand schwimmt auf uns zu. Hi. Falls jemand fragt, ich war nie hier. Was? Ich kann euch jetzt nichts erklären, aber bitte fragt niemanden was. Hey, was ist denn das für ein Dings da, das du hast? Ach, das ist gar nichts, nicht vergessen. Ich war nie hier. Okay. Tja, sieht so aus, als sei sie in Eile. Sie hat was verborgen. Was könnte das gewesen sein? Keine Ahnung. Nicht unser Problem. Eine hübsche, rothaarige Meerjungfrau ist auf uns zugeschwommen. Also, ob uns das jemand irgendwie glauben würde. Atlantik. Ah. Sehr schön. Okay. Kein Gesinge. Das ist das Letzte, was hier jeder wünschen würde. Quallen! Haben wir noch nicht. Ich habe übrigens eine richtig geile Strategie, wie ich hier trainieren kann. Sollte ich vielleicht mal machen, ja. Und zwar habe ich jetzt extra ein Deck hergestellt, womit ich trainieren kann. Wird aus ganz vielen Blitzzaubern und Feuer und ich weiß jetzt nicht mehr, sonst. Ich glaube Cloud, Simba. Aber hier bringt das, glaube ich, nichts, weil diese Viecher genau wie im ersten Teil, wenn ich mich nicht irre, Blitz absorbieren. Aber wir gucken mal nach. Gott verdammt. Hör ich doch Feuer unter Wasser einsetzen, ne? Was sagt er dazu? Hurrienstoß! Noch mehr? Ja, haben wir schon so schwache Sachen, ja. Also Karten. Also immer du großer Typ, da machst du wird eigentlich auf dich losgehen. Kann diese Geister überhaupt in Halloween Town vor? Ich mir ja kein Blödsinn erzählen. Und deswegen zeige ich die Kämpfe nicht on screen. Weil die einfach zu lange dauern. Nur so 3-4 Herz oder okay, war jetzt ein bisschen mehr, aber trotzdem. Lieber offscreen. So. Ein weißer Raum. So, jetzt haben wir einmal die Gegner gesehen, jetzt können wir abhauen. Den hätte ich beinahe. Den hätte ich auch beinahe. Ether? Ether, okay. Das Ding ist explodiert. Ja, gehen wir weiter einfach. Was kann ich denn hier loswerden? Ja, verdammt. Ja, schon fort, wie Rico geschafft haben. Ohne viele Probleme. Ich verstehe sowieso nicht, warum wir beim ersten Mal nicht geschafft haben. Kann man sich dann lang? Da lang. Aber es ist noch keine einzige Schatztruhenkarte gefunden. Fällt mir auf. Apropos Schatztruhen. Warum tue ich eigentlich Gegner hier spawnen? Wenn ich das habe. Und ich könnte mal einen Mogi-Shop machen. Vielleicht haben die jetzt bessere Karten. Weil irgendwann leveln die auch auf, glaube ich. Die Verpackungen sehen dann ein bisschen anders aus. Ich glaube, die sehen dann auch besseren Karten gefüllt. In jeder Welt gibt es, glaube ich, irgendeinen einzigartigen Schatz, ne? Oh, hallo. Den würde ich gerne haben. So, zum Beispiel König der Löwen. Simba. Simbas Brüllen wirbelt die Gegner weit durch die Luft und lässt sie erstarren. Geil. Was hat der? Ja. Genau 5 haben wir hier.
Kann ich irgendwas anderes wegballern? Nein. Immer das her. Bin immer voll mit Raumkarten. Bin ich nicht gut. Wenn sie ruhig unendlich machen können. Wie mir stimmt was nicht? Der magische Dreizack des Königs wurde gestohlen. Atlantica ist wehrlos und noch dazu ist Prinzessin Ariel verschwunden. Der König ist so besorgt, er hat sich völlig zurückgezogen. Ariel ist verschwunden. Ariels Freund Fabius wusste, wo sie ist, aber auch er ist verschwunden. Haben wir Ariel nicht vorhin gesehen? Ja, aber sie wirkte gar nicht erfreut, uns zu sehen. Hatte sie nicht was bei sich, als wir ihr begegnet sind? Kann das etwa der Dreizack gewesen sein? Er hatte drei Zacken. Wer weiß, vielleicht. Aber dann hat sie ihn ja gestohlen. Dafür muss es eine Erklärung geben. Oh, Ariel, wo steckst du nur wieder, wenn dir was zustößt? Das ist alles beide Schuld. Sebastian, du bist der schlechteste Aufpasser der Unterwasserwelt. Und wenn sie weggelaufen ist, weil ich so ein Nörgler war? König Triton wird mich verbannen. Oha. Da. Oha. Warum? Er würde auswirken, wenn er wüsste, dass Ariel den Dreizack hat. Da müssen wir selbst der Sache auf den Grund gehen. Okay, Detektiv Goofy ist am Fall dran. Okay, wo jetzt hin? Da lang. Ich habe so das Verlangen zu singen, aber ich will nicht. Ich will es, aber ich will es irgendwie nicht. Ihr wisst schon, ne? Jemand anders will es wahrscheinlich. Fragt sich nur, in welche Richtung jetzt. Wap. Dum-dum. Hat gepasst. All meine Schatztrunkkarten fliegen aus dem Fenster. Ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt zurückgehen zum Speicherpunkt, ohne dass die Welt irgendwie resettet wird? Ich glaube nicht. Obwohl, ich glaube doch. Ich weiß es nicht. Ja, einfach lege ich eben noch ein paar mehr Raumkarten. Ist nicht so schlimm. Ich merke gerade, das ist eine Sackgasse. Zielsuchreißer, okay. Oh Gott. Hier sind wir schon mal falsch. Dann kaufen wir im Mori-Shop irgendein paar Sachen, ne? Können wir ein paar lang schon beenden. Wow, gehst du weg? Lang. Was hat denn? Ist das jetzt noch springen? Au! Hey! Danke. Alle genau zurückbekommen. Oh Mann. Oder mach mal hier mal Mogel shoppen. Gucken wir mal, ob ich was kaufen kann. Nichts gegen mehr Blitz, damit ich noch besser trainieren kann. Überall außerhalb von Atlantica. Oh geil. Das ist ein Kartenstapel. Ah, jetzt kommen schon bessere Sachen. Also ich mal, was das irgendwie bringt. Dadurch irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man höhere Karten bekommt oder so. Ja, ich glaube schon. Hallo? Cloud 9, what? Noch ein Item, wenn es geht. Gute Investition, oder auch nicht. Oh mein Gott, das ist ein Elixier.
Hey, nur die. Gut. Also nicht gut, aber ja, mein Cloud Level 9 bekommen. Ich habe jetzt gar keinen Platz. Aber wir haben schon Level 8. Was macht das denn nochmal? Okay. Tschüss, na, fahren wir zurück und verletzt sie. Und lässt LP-Kugeln fallen. Ah, okay. Ich würde sagen, ich beende die Partie und diese Tür betreten wir in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bleibe mich alle Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.